Gefühl von Demokratie in diesem Land? Ich meine, ist das ein Scherz oder ist es ernst gemeint? Hallo Community, ich mach's kurz. Ich möchte Werbung machen für einen Film, und zwar einen Film von Kai Stuth. Der hat sich wie kein anderer die letzten Jahre mit Corona auseinandergesetzt, die Maßnahmen, die Impfung, die Werbekampagnen und die Folgen, und hat mit 100 Ärzten ein Interview gemacht, und daraus ist jetzt eine lange Reportage entstanden, also ein Puzzle der ganzen Zeit. Können 100 Ärzte lügen? Ich habe diesen Film schon gesehen und ich muss sagen, ich bin wirklich geschockt. Vieles von dem, was ich dort sah, habe ich ja schon verdrängt gehabt, und ich konnte erkennen, wie dicht wir am Pharmafaschismus vorbeigeschrammt sind, und es ist davon auszugehen, dass es einen neuen Anlauf geben wird. Wenn ihr Interesse habt, ja, dieses historische Werk, ein Meisterwerk, kann ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Wenn ihr das sehen wollt, dann tut euch den Gefallen, wenn der Film public geht, verbreitet ihn, sprecht darüber und unterstützt Kai Stuth, denn er ist hier in Vorleistung gegangen. Wir müssen diesen Film refinanzieren, damit neue Filme entstehen können. ARD und ZDF machen das eben nicht, das müssen wir machen, aber es geht eben nur, wenn jeder sich daran beteiligt. Können 100 Ärzte lügen? Schaut euch das an, es wird euch wirklich von den Socken hauen. Ihr werdet baff dastehen und denken, Mann, wie weit die da oben gekommen sind. Das darf nie wieder so weit kommen, und unterstützt die Filmemacher mit einer Kleinstspende. Vielen Dank, und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion.